Es sind die Sekunden kurz nach dem Aufprall. Auf dieser Hängebrücke ist der Mann eingebrochen und etwa 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Rettungskräfte leisten sofort erste Hilfe. Ein Hubschrauber soll ihn noch ins Krankenhaus bringen, doch zu spät. Es waren sogar mehrere Notärzte vor Ort, Rettungssanitäter und der Hubschrauber auch. Medizinische Hilfe war recht schnell da, aber die Verletzungen waren offenbar so schwer, dass er unmittelbar danach seine Verletzungen erlag. Bei dem Toten handelt es sich um einen Freund der Waldbesetzer, der ihre Aktion seit längerem dokumentierte. Der Blogger war wohl auf dem Weg von einem Baumhaus zum anderen. Das ist sein vermutlich letztes Video. Beim Austausch der Speicherkarte stürzte er ab. Nicht nur bei den Umweltschützern sitzt der Schock tief. Deswegen ist jetzt der Streit, der politische Streit, total nebensächlich. Der darf jetzt nicht sein. Es ist jetzt keine Zeit für Auseinandersetzungen oder Rechthabereien oder irgend sowas. Wir können jetzt nicht einfach so weitermachen. Ich kann das zumindest nicht. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat die umstrittene Räumungsaktion vorerst gestoppt.